Moin Moin, herzlich willkommen zurück bei Storm Kings zum zweiten Teil des Blood Angel Supplement Reviews. Im zweiten Teil gehen wir auf die Einheiten ein und wir starten direkt mal mit den HQs. Davon haben wir 11 Stück an der Zahl. Ich werde allerdings nicht auf alle 11 eingehen. Warum? Weil ich glaube, dass ein paar solche Schwächen haben. Sind es Schwächen? Solche Nachteile haben, dass es sich nicht lohnt, sie wirklich in einer ernst gemeinten Liste zu spielen. In einer Fluff-Liste andere Geschichte, aber in einer ernst gemeinten Liste, nee, da glaube ich nicht dran. Tut mir leid. Gut, wir fangen an mit den Chefs. Ich nenne sie mal so. Ne? Das sind der Kommandant Dante und Mephiston. Das sind die zwei Knacker, die alten geilen Typen, die das kurz und klein schlagen, wovor sie stehen, die auch die Erfahrung haben, die einfach die beiden Obermacker sind. Kommandant Dante, das ist der Chapter Master, schlechthin bei den Blood Angels. Der hat einfach eine Statline, die ist top, ganz ehrlich. Er ist eine Jump-Pick-Einheit, er hat einen 12er Move. Er hat einen 2er Ballistic und Weapon Skill. Kann man einfach nicht drüber meckern, ne? Er hat seine 6 Lebenspunkte bei einem 2er Rüste und einem 4er Invul. Jetzt mal ganz ehrlich, was wollt ihr dann langsam mehr? Ach ja, genau, er hat auch noch 6 Angriffe. Für einen normalen Infanteristen, in Anführungsstrichen, eine super geile Statline, ganz ehrlich. Er kommt mit einer Inferno-Pistole daher, was mich hier ein bisschen wundert, ganz ehrlich, dass die Blood Angels keine besondere Inferno-Pistole haben und sie ihm gegeben haben. Das Ding ist eine stinknormale Inferno-Pistole. Nichts Besonderes. Ne? Dafür hat er eine besondere Axt. Er hat damit Stärke plus 3, was ihn auf 7 bringt, weil er hat eine Base-Stat von 4. Und hat einen Durchschlag von minus 3 und 2 Schaden flat. Ist, ganz ehrlich, völlig ausreichend bei 6 Angriffen. Ist für die ganz in Ordnung, muss man wirklich einfach sagen. Im Nahkampf selbst kriegt er minus 1 gibt er den Gegnern minus 1 im Nahkampf auf den Trefferwurf. Das heißt, er erhöht also seine überlegenen Chancen nochmals. Er hat, wie es sich gehört, zweimal einen Reroll für die Trefferwürfe. Einmal als Aura, einmal als Trait in der Command Phase. Wenn er da euer Kriegsherr ist, gibt es nochmal ein CP extra obendrauf. Und er kann eine Heldentat kostenlos spielen. Also ein Heldentat-Stratagem kostenlos spielen. In dem Fall ist das Einzige, was wirklich in Frage kommt, Angel's Sacrifice. Für ihn selbst. Gut. An sich ein Char, wo ich sage, ist er schlecht? Nein. Ist er gut? Ja. 175 Punkte gut? Ganz ehrlich, die Bloodies brauchen Einheiten und 175 Punkte sind 175 Punkte. Hätten es nicht auch 165 getan oder so? Ja, ich sag mal, der Logan von den Space Wolves im Schlitten kostet auch 180 Punkte. Was haben wir da noch so für vergleichbare Modelle? Ne? An sich gar nicht mal so viel, was in die Richtung geht. Es ist, wie gesagt, hinten raus kann es sein, dass euch Punkte verloren gehen und dann wird es wieder ein bisschen eng. Mephiston ist der Psioniker vom Herrn, sagt man mal so, bei den Bloodies. Er ist 155 Punkte und er ist ein Primaris, was ihn in gewisser Weise einschränken kann. Er hat eine Toughness 5, 6 Wunden mit einem 2er Save und einem 5er Feel No Pain. Er hat keinen Invul. Er hat 7 Inch Bewegung, was in Ordnung ist. Er hat einen Weapon und Ballistic Skill von 2 plus Stärke 5 und 5 Attacken. Die Stärke 5 und die 5 Attacken sind auch gut, denn er hat ein Schwert, was ihm Stärke mal 2, also Stärke 10 gibt, mit AP minus 3 und D3 Schaden. Ja, okay, kann man sich jetzt drüber streiten. D3 Schaden. Können wir als akzeptabel hinstellen. Macht immer noch einen Schnitt von 2 Schaden bei seinen Dingern. Damit kann man leben. So, und jetzt kommen wir zum Psionikum. Der Gute kennt Smite und 3 Disziplinen, weil er ein richtig dufter Psioniker ist. Er kann aber auch 2 casten und 2 denyen, weil er ein richtig guter Psioniker ist. Er kann auch Deny the Witch mit plus 1 innerhalb von 12 Inch machen, weil er ein guter Psioniker ist. Gut, okay, das können alle Psioniker. Was er nicht kann, ist plus 1 auf seinen Cast bekommen. Ja. Also er ist ein dufter Psioniker, aber
richtig gut casten kann er nicht. Habe ich so verstanden. Er hat aber auch eine etwas gesonderte Rolle, muss man dazu sagen. Mit den Singanaros-Disziplinen könnt ihr ihn als Charakterschlechter betrachten, als Attentäter. Ne? Der bufft sich selbst mit Quickening und Wings of Sanguinus. Dann springt er einmal nach vorne, haut zu, damit kein Gras mehr da wächst, mit seinem Stärke-10-Schwert. In der Hoffnung, dass er alles kaputt macht, was da ist. Auf der anderen Seite, dafür hat er nur D3 bei seinen Schadenswürfen. Ne? Oder bei seinem Damage-Schwert. Ich weiß nicht. Und eine Plasma-Pistole, will ich die wirklich overchargen, wenn da kein Reroll in der Nähe ist? Ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ich meine, ist ein bisschen schade, wenn ich sage, ich hau den da jetzt auf den Chart rauf, vorher schieße ich mal mit der Plasma-Pistole, nur damit er sich dann selbst auflöst, bevor er zum Zuschlagen kommt. Ist ein bisschen tricky. Okay. Dann habe ich noch so die beiden, ich nenne sie mal Supporter. Ne? Astorath ist im Grunde genommen ein Chaplain für 150 Punkte. Was schon mal wieder eine Hausnummer ist, 150 Punkte. Er hat gute Offensivstats, die hat er. Er hat einen Weapon-Skill von 2+, er hat 4 Angriffe, kann man sich jetzt wieder streiten, 4 ist so wenig, denkt dran, im Charge +1, in der Assault-Doktrin +1. Er kriegt bestimmt nochmal irgendwo +1 daher, weil es sind Blood Angels, ne? Also der kriegt schon mal das Ding hochgesteckt. Und dann hat er noch eine Waffe mit Stärke +2, Baseline 4, das heißt Stärke 6, AP -3 und wieder D3 Schaden. Entschuldigung, nicht D3, sondern Damage 3. Das sind Flat 3 Schaden. Okay? Ist eine starke Offensive, muss man sagen. Also er hat 2 Auren als Chaplain. Einmal, dass Einheiten um ihn herum die Moral von ihm übernehmen können. Und er hat eine Moral von 9. Das ist okay, wenn man mit großen Einheiten spielt. Und Death Company Einheiten bestehen bei Moralfragen automatisch. Wenn innerhalb der 6 Inch. Okay, das ist auch gut. Litaneien. Er kennt insgesamt 4 Litaneien. Die Litanei des Hasses kennt er, wie alle Chaplains. Er kennt die Litanei der Verdammnis und er kennt noch 2 weitere. Er kann auch 2 pro Runde casten. Also insgesamt ein sehr, sehr flexibler Char, was seine Litaneien anbelangt. So, die Litanei der Verdammnis. Du würfelst ein D6 und auf einer 1 stirbt ein Modell in der Zieleinheit und kriegt +1 auf den Trefferwurf im Nahkampf. Bei einer 2 bis 5 kriegt er nur den Trefferwurf im Nahkampf mit +1. Und bei einer 6 kriegst du +1 im Nahkampf auf den Trefferwurf und einen 4er Invuln. So, und jetzt ist die Frage, wofür nehme ich das? Und da tue ich mich ein bisschen schwer. Ich mag den Astorath, ich mag ihn wirklich. Es ist ein geiler Char, es ist ein geiles Modell, er hat eine schöne Deadline. Er hat einen schönen Anteil, den er mit reinbringt, ein schönes Support-Element. Die Sache ist, wem gebe ich diesen 4er Invul? Und brauche ich diesen 4er Invul, weil es ist halt nur auf die 6, es ist relativ zufällig. Ne? Nehme ich dafür die 150 Punkte in Kauf? Oder sage ich nicht, ich hole mir für 130 Punkte in Chaplain mit Jump Pack und gebe dem noch einen Warlord Trade oder gegebenenfalls noch ein Relikt. Und verzichte dafür auf die Verdammnis, auf diesen +1 im Trefferwurf und sag, alles klar, mir reichen die anderen Litaneien, weil ich mache ihm noch zum Master of Sanctity und dann kann er auch 2 rezitieren. Wäre das nicht eine Alternative? Ist 20 Punkte günstiger, die kann ich wieder woanders reinstecken, weil wir wissen es alle, irgendwo werden uns hinten die Punkte ausgehen. Ne? Trotzdem ist es ein guter Char, versteht mich da nicht falsch. Dann habe ich noch den Sanguinary Priest. Und da sage ich, den Sanguinary Priest nehme ich definitiv rein. Das ist für mich wirklich ein Must-Pack. 90 Punkte Baseline. Ich kann ihn... er hat eine akzeptable Deadline mit einem Weapon-Skill von 2+, im Nahkampf, also gut. Er hat 3 Attacken, was okay ist für einen Apothekarin. Stärke Toughness 4, 4 Lebenspunkte und einen 3er Save. So. Er kommt daher mit einem Kettenschwert und einer Bolt-Pistol. Was der Vorteil bei ihm ist, ich kann ihn upgraden. Ich kann ihm ein Jetpack geben, womit er auf 12 Inch Bewegungsreichweite kommt. Ich kann ihm Relikte geben, ich kann ihm Warlord Trade geben, den ich mir aussuche und ich kann ihm das Apothecary Upgrade verpassen, wenn ich das will. Ne? Er hat eine 3 Inch Aura für einen 6er 4 No Pain für Infanterie- und Biker-Einheiten, was nicht jede Einheit bei den Bloodies mitbringt. Also auch gut. Und er hat die 3 Inch Skill für
seine D3-Heilung für Infanterie- und Biker-Einheiten. Die hat er auch automatisch. So, und jetzt kommt der entscheidende Knackpunkt. Er hat den Blood Chalice. Das heißt, er gibt einer Blood Angels Core oder Char-Einheit, darf kein Fahrzeug sein, innerhalb von 6 Inch die Assault-Doktrin in der aktuellen Phase. Oder in der aktuellen Runde. Und das ist gut, weil in der Assault-Doktrin kriegen wir unsere Attacks gestackt. Das ist das, womit wir uns aufbuffen in unseren Einheiten. Das ist das, wo wir dann mit unseren Stratagems arbeiten können. Und Stratagems kommen hier wieder in Effekt, denn wir haben ein Stratagem, womit wir ihm seine Blood Chalice Ability zweimal nutzen lassen können. Das heißt, 2 Einheiten werden in die Assault-Doktrin versetzt. Und das ist das, was wir wollen. Je mehr in der Assault-Doktrin sind und je früher, desto besser. Punkt. Und darum ist der für mich ein Auto-Include, weil den brauche ich. So, dann habe ich noch den Sanguino aufgelistet für 150 Punkte. So, er hat eine gute Statline, ja. Er hat auch eine gute Waffe mit Stärke plus 2, bringt ihn auf 6, AP minus 4 und Damage 2 flat. Ist gut, muss man wirklich sagen. Bei unmodifizierten 6er Verwundungswürfen gibt es nochmal eine Mortal Wound hinterher. Das heißt, auch 3 Wundeneinheiten sind ein gutes Ziel für ihn. Im Nahkampf wird er um 1 schlechter getroffen. Auch sehr gut, erhöht seine Überlebenschancen ganz enorm, denn er hat den 2er Safe und einen 4er Invul gepaart mit einem minus 1 im Nahkampf und er kommt in den Nahkampf. Ist das ein extrem nerviger Charm. Wirklich, muss man sagen. Insbesondere, da ich auch hier wieder ein Stratagem kombinieren kann, wodurch ich den Gegner zwinge, dass man ihn angreift, wenn er bei einer anderen Einheit mit im Nahkampf ist. Und er kommt bei einer anderen Einheit mit im Nahkampf. Warum? Er kann eine heroische Intervention ausführen, aus der Reserve heraus. So, aus der Reserve heraus bringe ich ihn einfach in einen Nahkampf, da wo ich ihn will, vorausgesetzt, er kann es mit einer heroischen Intervention machen. Und wenn er aus der Reserve herauskommt, ist er potenziell ein Kandidat, den ich wieder für mein Blood Angel Secondary benutzen kann, wo ich ja mit einer Einheit aus der Reserve kommen muss und kann hiermit 3 Victory Points generieren, wenn er eine Einheit auslöscht. Also an sich eine kombinierbare, gute Sache. Was hat er noch? Er kann nach einem Fallback-Move chargen. Das heißt, ihr schickt ihn aus der Reserve in den Nahkampf, überlebt er den Nahkampf, geht er einfach wieder raus und chargt wieder rein und kriegt damit wieder einen Plus in seinen Angriff. Ne? Wenn er normal heroisch interveniert, hat er 6 Inch und 5 Inch und er kann plus 1 im Angriff, also plus einen zusätzlichen Angriff haben, wenn er sich im Nahkampf befindet und keinen Sturmangriff durchgeführt hat, weil die beiden Dinger hebeln sich gegenseitig. Das Gute hierbei ist, diesen plus 1 auf den Angriff gibt er auch anderen Einheiten. Das heißt, solltet ihr mal mit einer Einheit, bei der er in der Nähe ist, länger als eine Runde im Nahkampf gebunden sein, kriegt ihr trotzdem plus 1 auf den Angriff. Wieder sehr, sehr wichtig. So, wie gesagt, es gibt noch ein paar andere Einheiten. Bestimmt ist auch der Librarian Dreadnought euch bekannt. Ich habe ihn jetzt hier mal noch nicht aufgelistet. Der Librarian Dreadnought ist nicht schlecht. Er hat ein paar Einschränkungen aufgrund, dass es ein Fahrzeug ist. Ihr könnt ihn aber ganz genauso wie Mephiston betrachten, nur dass er halt noch eine Lanze hat, mit der er einen einzelnen Extraangriff bekommt. Und das bringt uns dann auch schon zum Elite-Slot. So, beim Elite-Slot haben wir einige Einheiten dazu bekommen. Das Problem ist, die Einheiten sind interessant, aber irgendwo fehlt das überzeugende, durchschlagende Argument, dass ich sage, und genau dich nehme ich. Du bist mir die Punkte wert. Fangen wir an mit den Dreadnoughts. Wir haben 2 Dreadnoughts zur Auswahl, den Furioso und den Death Company Dreadnought. Warum man den Furioso nehmen sollte, weiß ich nicht, denn der Death Company bringt mir mehr und kostet nur 5 Punkte mehr. Also nehme ich den, damit fällt Furioso raus. Im Übrigen, keiner von beiden hat ein Core Keyword. Das kann man vielleicht beim Death Company noch verstehen, beim Furioso verstehe ich es nicht. Tut mir leid. Das ist einer von den Blood Angel Dreadnoughts und warum sollte das keine Core-Einheit für einen Blood Angel sein? Verstehe ich nicht. Also geht einfach nicht in meinen Schädel rein, okay? Death Company, wie gesagt, könnte man noch verstehen, wenn man sich den Fluff dahinter anschaut. Okay, auf der anderen Seite, die Death Company hat das Core-Keyword. Also, ja, ist so eine Sache, ne? Der Death Company Dreadnought kommt halt einfach auf mehr Attacks aufgrund von Black Rage etc. Deswegen lieber ihn, weil ansonsten unterscheiden die sich wirklich nicht viel. So ganz spontan fällt mir nichts ein, wo sie sich wirklich unterscheiden. Essentiell.
Wenn man ihn spielt, nehmt die Bloodclaws, denn mit Stärke 10 AP minus 2 und Damage 3 flat sowie Verwundungswürfen Rerolls ist das eine echt schöne Waffe. Das einzige Problem ist, wie zur Hölle bekommt ihr den in den Nahkampf? Natürlich auch hier, ich könnte mit Forlorn's Fury arbeiten. Das heißt, ich lasse ihn einfach nochmal vor dem Spiel, also vor der ersten Runde, lasse ich ihn nochmal ein bisschen laufen. Dadurch habe ich nochmal ein bisschen Strecke gesaved, habe ihn nochmal 6 Inch weit bewegen lassen. Dann bewegt er sich nochmal 6 Inch, wir sind bei 12. Und dann soll ich einen 12er Charge machen, oder wie genau? Das haut nicht hin, so leid es mir tut. Und den bewege ich auch nicht durch Gebäude durch. Also habe ich wahrscheinlich mehr als 24 Inch, die ich überbrücken muss. Jetzt könnte ich sagen, okay, ich positioniere ihn einfach vor und hoffe, dass der Gegner sich nicht so verschieben kann, dass er ihn in der ersten Runde komplett wegschießt. Ja, ist eine Möglichkeit, viel Spekulation für wahrscheinlich so 130, 140 Punkte. Kann man mal machen, ist nicht meine Art, bin ich ganz ehrlich. Kommen wir zu den Death Company Marines bzw. Intercessors. Die Intercessors wurden ja so unglaublich hoch gehypt, ne? Mit möglicherweise 7 Angriffen mit ihren Kettenschwertern und einer mit einem Thunderhammer. Dass das so unglaublich hardcore cool ist. Und jetzt kommen wir mal zu Forlorn Fury. Mit 6 Inch bzw. 12 Inch. Ne? In der Beschreibung von Forlorn's Fury steht, dass man sich bis zu 12 Zoll weit bewegen kann. Und das bedeutet für mich, dass ich es genauso bearbeite wie Relentlessly Expansionist von den Necrons. Wenn eine Einheit sich nur 5 Zoll weit bewegen kann, dann ist das egal, ob dort steht bis zu 6, dann bewegt sie sich 5 Zoll, weil das steht in ihrem Datenprofil, denn ihr bezieht euch auf den Bewegungswert eures Datenprofils. Mit anderen Worten, die Death Company Intercessors machen Pre-Game 6 Inch Bewegung gut. Ihr seid 24 Inch auseinander. Seid ihr in dem ersten Zug dran, bewegt ihr euch jetzt nochmal 6 Inch und steht dann vor einem 12 Inch Charge, den ihr vielleicht mit einem Chaplain auf 10 Inch runterbringt und dann, weil ihr ja Red Thirst habt, auf 9 Inch. 9 Inch sind immer noch 9 Inch, auch mit einem Reroll. Na, das ist jetzt nicht unbedingt das Beste. Vielleicht schafft das noch irgendwie über ein Relikt nochmal 1 oder 2 Inch rauszukitzeln. Ja, macht das wirklich besser? Ist so eine Sache. Also gucke ich mir lieber die Vanilla Death Company an, die dann vielleicht einen Angriff weniger hat, also nur 6. Ja, nur 6 Angriffe. Das Problem ist ich spiele noch nicht so lange. Ich spiele erst seit der 7. Edition, ja, aber auch ich informiere mich. Auch ich kann mir Informationen besorgen aus alten Kodizes. Und irgendwie scheinen die Blood Angels oder die Death Company mit den Regelwerkschreibern von GW so ein bisschen auf Kriegsfuß zu stehen. Ich weiß nicht, was das da für eine Vendetta ist, die da haben. Aber ich weiß nicht, wie ich es mir erklären soll. Ist es so, weil die Death Company quasi das letzte Aufgebot ist aus ihrer Sicht und weil die sich quasi todesmutig in den Kampf stürzen und eigentlich man gar nicht damit rechnet, dass sie zurückkommen, dass ich denen deswegen nur schlechte Waffen gebe oder dass sie deswegen so eingeschränkt nutzbar sind? Mir tut es ein bisschen leid, aber mir fehlen Optionen für die Death Company. Sie haben ihre Black Rage und können damit ihre Attacks hochstecken. Ja, okay. Aber was bringen mir die besten Attacks, wenn die Waffen scheiße sind? Die beste Waffe, die ihr ihnen geben könnt, ist tatsächlich nicht das Astartes Chainsaw. Das ist die Standardwaffe. Das ist gut, aber das ist nicht die beste Waffe. Warum sollten die keine Lightning Claws besitzen? Warum? Erklärt's mir. Was ist denn stylischer und noch geiler als so ein Death Company Typ, der sich voller Todeswahn und Sterbevision mit 2 Claws in den Händen einfach nur blutrünstig auf den Gegner stürzt und ihn versucht in Stücke zu häckseln und danach sich den nächsten schnappt? So. Okay, aber selbst wenn ich das nicht kriege, weil die Lightning Claws zu wertvoll sind, ja gut, okay, dann würde ich ihm aber auch keinen Thunderhammer geben, weil so ein Thunderhammer ist ja nicht gerade weniger wert, ne? Und wenn ich ihm den Thunderhammer gebe, warum soll ich ihm denn dann nicht noch ein Stormshield dazu geben, damit er am besten durchhaltefähig ist? Weil jeder verkackte Vanguard-Veteran kann das Gleiche.
Ja, ich weiß, der DEF-Kompanie-Soldat muss nicht zwangsläufig ein Veteran sein, aber irgendwie konkurriert er mit dem nämlich punktemäßig. So, und hier komme ich jetzt langsam in die Problematik. Wenn ich die DEF-Kompanie Vanillas und auch die Intercessors mit anderen Einheiten vergleiche, sprich Vanguard Veterans und Sanguinaries, mit Ausnahme von dem Forlorn Fury Stratagem, gehen mir irgendwann die Argumente aus, warum man sich diese Einheit schnappt und es limitiert ein in dem Anwendungszweck. Ich werde euch das aber in dem dritten Video bei der Beispielliste zeigen, wie ich damit umgehe. Denn ich sehe für sie noch eine Option. Ich sehe eine Option für sie. Alright, das bringt uns zu den Sanguinary Guards und Ancient. Die Sanguinary Ancients sind gut und sie sind stark. Warum? Weil sie mit einer geilen Statline daherkommen. Und das inkludiert ihre Waffen. Sie haben ein Zweier-Safe und sie haben Waffen mit 2 Schaden flat, inklusive dem Core-Keyword. Und das macht sie unglaublich attraktiv. Ja? Völlig egal, ob ihr die Axt oder das Schwert nehmt. Der Unterschied ist, wollt ihr Stärke 2 oder Stärke 1 haben? Bei Stärke 2 gibt es eine AP von minus 2 und bei Stärke 1 gibt es eine AP von minus 3. Und jetzt müssen wir kurz ein bisschen uns den Gegner angucken. Wir gehen hier von Marines oder von Elite-Einheiten, also Multivund aus, mit guten Verteidigungswerten und eventuell einem 4er oder 5er Invul. Gehen wir von einem 2er Safe aus, bedeutet das, dass ich bei einem 2er Safe und einem 4er Invul einem AP von minus 2 brauche, um in den Invul reinzukommen. Das heißt, ein AP von minus 3 ist bereits ein Overkill. Okay? Auf der anderen Seite hat er nur einen 5er Invul, bräuchte ich AP minus 3, um das zu erreichen und das Maximum auszureizen. Das heißt, der Unterschied ist hier meine Zielgruppe und was ich mit dem Stärkebonus erreichen will. 4 wird mindestens zu 5 oder zu 6. Kämpfe ich gegen ein Toughness 5 Ziel, würde das bedeuten, ich verwunde auf die 4 aufgrund von Blood Angel, verwunde ich um 1 besser, also auf die 3. Oder ich schnack hier auf Nummer sicher, hole mir Stärke plus 2, gehe auf die 6 und verwunde damit in der Regel alle Infanterie auf die 3 und aufgrund von Blood Angel auf die 2. Das hier ist Nitty-Gritty und Min-Maxing und hat eher dann was zu tun, will ich competitive spielen oder nicht. Denn letzten Endes geht es darum, wie kann ich hier das Maximum rausholen. Und in dem Falle müsste das Schwert die bessere Wahl sein, weil ich so einen Zweier-Safe auf eine 5 bringen kann im Falle eines 5er-Invuls, was wahrscheinlicher ist, dass das die Möglichkeit ist, wie der Feind den Schaden negieren kann, als dass ich auf eine 2 anstelle der 3 verwunde. Einfach um meine Chancen zu erhöhen. Okay. Was haben die guten Sanguinaries noch? Sie haben einen 18-Inch Assault 2 Heavy Bolt Pistol mit Stärke 4 AP minus 1 D1, nennt sich Angulus Bolter, und sie werden im Nahkampf um 1 schlechter getroffen. Wenn sie in der Nähe von eurem Kriegsherrn sind, nämlich 6 Inch, kriegen sie noch plus 1 auf ihren Trefferwurf. Und das inkludiert Nahkampf wie Fernkampf, bedeutet, sie treffen auf die 2. Und das macht diese Einheit schon sehr, sehr stark und interessant, muss man wirklich sagen. Gebt ihm jetzt noch einen Reroll. Und dann kann man gucken, ja, wie man da wirklich ein bisschen Min-Maxing betreiben kann. Der Sanguinary Guard Ancient für 125 Punkte hat so ein oder zwei Nachteile. Denn dadurch, dass es ein Sanguinary Ancient ist, kann er nicht über das Chapter Command geupgradet werden. Er kriegt in einer 6-Inch Reichweite Blood Angels Core-Einheiten plus 1 auf den Trefferwurf. Und hat natürlich auch den minus 1 im Treffer auf den im Nahkampf für den Gegner. Auch er bekommt plus 1 auf den Treffer, wenn er innerhalb von 6 Inch Kriegsherr ist. So ist das halt mit der sanguinischen Garde. Und er hat noch seinen 6 Inch Banner, womit er die Einheiten auf ein 4 plus kämpfen lassen kann, wenn sie sterben im Fernkampf-Nahkampf. So, das war's auch schon mit dem Elite-Slot und wir gehen in den Heavy-Support-Slot. Und da gibt es genau ein Datasheet und das ist der Baal Predator. Ein Panzer, den ich wirklich mag und bei dem man wieder merkt, dass GW nicht weiß, was sie tun oder einfach denen nur langweilig ist. Ich weiß es nicht. 120 Punkte aufwärts. Die beiden Stats, die sich reduzieren oder verschlechtern, sind einmal die Bewegung von 12 über 6 auf 3 Inch und der Ballistic-Skill von 3 auf 5.
Und beim Ballistic Skill muss ich sagen, grundsätzlich würde mich das überhaupt nicht interessieren. Ihr könnt ihn mit einer Twin Assault Cannon und Sturmboltern ausstatten an den Sponsen. Ja, ganz ehrlich, nein, so sollte man nicht spielen. In meinen Augen gehört darauf der 18-Inch Heavy D6 Flamer mit Stärke 6 AP-2 D2 und an die Sponsen kommen noch die zwei Heavy Flamer. So. Das Stratagem, dass er 6-Inch Advanced, wenn er Advanced, hat er schon automatisch integriert. Das macht's auch gut. Das Problem ist nur, es bringt mir nichts. Denn wenn ich advance, kann ich keine Heavy-Waffe abfeuern. Also wäre es schön gewesen, wenn ich diese Flammenwerfer zumindest nach dem Advancen zum Assault-Waffe mache. Oder zumindest dann die Flamer abfeuern kann. Wäre es unbalanced oder overpowered? Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, er hat 18 plus 12 Inch, das heißt, er hätte von sich aus oder im schlimmsten Falle 12 plus 12 eine 24 Inch Threat Bubble. In der ersten Runde erreicht er also seinen Gegner maximal mit der Hauptwaffe, welche natürlich schön ist, aber halt auch nur D6 Schuss. Das heißt, ohne die Sponsen und dann kostet er 130 Punkte, macht er nicht so viele in Anführungsstrichen. In der zweiten Runde, entweder weil er beschossen wurde in der ersten und ihr als zweites dran seid, oder in der zweiten Runde, nachdem er beschossen wurde, ist die Frage, hat er überlebt? Denn ein Gegner, der sieht, Moment, da sind zwei Heavy Flamer plus noch der große Flamer, das ist völlig egal, wie weit ich ihn runterschieße, weil ob da Ballistik 5 steht oder nicht, ist völlig uninteressant, denn Flamer treffen automatisch. So. Das heißt, wenn sie ihn runterschießen, schießen sie ihn komplett runter und damit ist das Ding entweder wertlos oder bringt sich gut ein. Und verstecken ist halt schwierig bei einem Fahrzeug. Es ist so ein Glücksspiel mit dem Ball Predator, aber das bezieht sich irgendwie auf alle Einheiten und damit kommen wir leider schon zum Fazit. Die Einheiten der Blood Angels sind nicht schlecht. Aber irgendwie fehlt für mich das durchschlagende Argument, dass ich sage, hey, mit dem Stratagem und damit, da ist das so eine richtig geile Kombination. Und jetzt machen wir mal den Spagat zum Space Wolves Codex und schauen uns da zum Beispiel die Thunderwolf Cavalry an, mit den Stratagems, die bekommen, plus die Helden, die HQs, die in der Auswahl haben. Und da sage ich ganz klar, das hat mich mehr überzeugt. Das hat mich einfach mehr überzeugt, bin ich ganz ehrlich. Also wenn ich einen Nahkampforden spiele von den Space Marines und zwischen den beiden wählen würde, würde ich persönlich leider irgendwie zu den Space Wolves tendieren. Bei den Bloodies fehlt mir das durchschlagende Argument. Und das, was den Bloodies das Genick bricht, ist, dass sie... Ich will nicht, dass die mit all ihren Einheiten oder mit solchen Einheiten wie der Sanguinary Guard advancen und chargen können. Das brauchen sie nicht. Das ist extrem hart und das sieht man auch bei der Thunderwolf Cavalry. Man stützt sich dann extrem darauf, wenn diese Einheiten sind fokussiert. Aber in paar Stratagems, in paar Traits, die brauche ich einfach, um meine Charge-Fähigkeit, meine Reichweite zu erhöhen. So. Und das Einzige, was ich da habe, ist das Relikt Wrath of Baal und eventuell noch den Chaplain. Aber das bedeutet wiederum, ich muss einen Haufen Punkte ausgeben, ich muss ein richtig starkes Support-Element aufbauen und je größer mein Support-Element wird, desto geringer wird mein Durchschlags- oder mein Schlag, mein Hammer, weißt du? Meine Einheit, mit der ich angreife. Und je weiter ich das dezimieren muss, desto mehr Durchhaltefähigkeit brauche ich, damit mein Element, was angreift, dann auch zum Angreifen kommt. Und das ist einfach in der Kombination, in dem Buch für mich nicht so wirklich gegeben. Und das finde ich sehr schade und schwächt in meinen Augen die Blood Angels. So. Heißt das, die Blood Angels sind wertlos oder nutzlos? Nein. Ich bin bereits dran, eine Liste zu bauen, die ich euch dann vorstelle. Das Problem ist, für mich wird das mehr so eine Glaskanonenarmee, die, wenn sie drankommt, einfach nur so brutal reinhaut. Und mal schauen, ob ich das einigermaßen umgesetzt bekomme. Nichtsdestotrotz, lasst mich mal wissen, was ihr da über die Blood Angels denkt. Wenn ihr Blood Angels spielt, sagt mir mal, wie ihr das Ganze wahrnehmt. Wie stellen sich eure Spiele da seit dem Codex-Supplement? Wie war es davor? Was sind eure Erfahrungen? Was sind eure Einschätzungen?
Geht ihr irgendwo bei mir mit d'accord oder sagt ihr völliger Bullshit, was ihr labert? Lasst es mich einfach mal wissen. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch noch viel Spaß und gute Feiertage. Genießt die Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.